Namaste, wie wissen Sie, das Leben ist so wunderschön. Es gibt ein ganz spannendes Spiel auf diesem Planeten, der Plan Eden, was deswegen Plan Eden, weil er Plan ist. Das heißt, er ist eben, neutral. Hölle und Paradies, beides gleichzeitig vorhanden, all ein. Es ist da auf dem Planeten und auch in dem Kosmos. Und jetzt haben wir uns hier verdichtet auf diesen schönen Erdball, um hier unsere Meisterschaften auszutragen, so wie momentan gerade WM ist. Und wir Menschen sind ja Meister, im Prinzip sind wir ja Gottesableger und Meister in irgendwelchen Disziplinen, in vielen Disziplinen. Und jetzt haben wir festgestellt, wenn wir gegenseitig auf uns Druck ausüben, entstehen da so Dellen, in denen sich etwas ansammelt. Ja, also wenn ich Wasser speichern will, muss ich eine kleine Delle machen, dann wird da eine Pfütze. Wenn ich Mehl speichern will, brauche ich eine kleine Schale, so eine kleine Delle, dass das Mehl da drin bleibt. Und so haben wir uns gegenseitig verbeult, damit die Dinge, die wir uns gegenseitig mitteilen möchten, da drin auch liegen bleiben. Was auf gut Deutsch, überall dort, wo Druck ausgeübt wurde oder wird, entsteht eine Erniedrigung, eine Runterdrückung, eine Unterdrückung dessen, was eigentlich da ist. Durch dieses Spannungspotenzial entsteht aber das Bedürfnis, dass sich das Runtergedrückte sich irgendwo anders, das ist ähnlich wie so ein artesischer Brunnen, sich irgendwo anders herauskommt. Und wenn du eine große Menge Menschen runterdrückst und darunter Geld ist, dann drückst du das Geld wie Quellwasser an den Stellen, wo kein Druck ist, raus. Das heißt im Klartext aber auch, wenn wir das erkennen und den Druck nicht mehr nehmen, uns nicht mehr runterdrücken lassen oder unterdrücken lassen und auch andere nicht mehr unter Druck setzen, dann entspannt sich das Ganze und dort, wo wir sind und den Druck wegnehmen, entsteht automatisch eine Quelle. So lange, bis der Druck global, kosmisch ausgeglichen ist. Und bis dorthin können wir entscheiden, Druckstelle oder Quelle. Und ich war jetzt 40 Jahre lang oder 50 Jahre lang Druckstelle und Beule und Delle und ab und zu habe ich mich wieder ausgebeult und habe gesagt, hey, war am Tisch kaut, dann ist ein Pinkel draus geworden, der aber dann wehgetan hat. Also jede Erhebung tut weh. Und wenn man die Unterdrückung langsam macht, dann kann man sich dran gewöhnen. Und unsere Aufgabe ist jetzt einfach wieder den Druck wegzunehmen, uns aus der Unterdrückung rauszunehmen, indem wir den Druck nicht mehr nehmen. Kostendruck, Leistungsdruck, Zeitdruck, egal. Ja? Und auch alle Druckpunkte, die es so gibt, auf Fernbedienungen und so weiter, dass uns das klar ist, dass dieser Druck weg muss. Und wir das einfach, das bei den Handys schön, bei den sensitiven Handys schön zu sehen, dass also der Druck weg ist und jetzt ist nur noch zum Berühren. Also wir setzen uns die Zeichen nach außen hin schon so, wie die Beschaffenheit des Universums ist. Und jetzt wünsche ich einfach dir und mir und uns allen eine wunderbare, herrliche, druckfreie, drucklose, neutrale, liebevolle Zeit des Seins. Dann braucht man es zwischendurch auch nicht mehr euphorisieren, sondern wir gehen einfach in diese Entspanntheit, in dieses Sein hinein und können auf paradiesischen, planedischen Umständen unser Dasein erleben. Ja, wir brauchen unser Dasein nicht fristen, wir können unser Da- und Hier-Sein definitiv herleben oder erleben. Und das ist so aufschlussreich und so spannend. Da brauchen wir wieder einen Fernseher, da oben noch was zum Essen brauchen, werden wir sehen. Aber wir brauchen dann nichts mehr, weil wir glücklich sind. Ein Mensch, der nicht unter Druck steht, ist glücklich. Und ein glücklicher Mensch ist zufrieden. Ein zufriedener Mensch ist im Frieden und ein friedlicher Mensch konsumiert nicht, neidet nicht, schmerzt nicht, verletzt nicht, der ist einfach. Und diesen Ist-Zustand, der jetzt ist, ends, den führen wir jetzt alle miteinander herbei. Wer sich dann ein Stückchen begleiten lassen möchte, der darf sehr gern bei mir oder bei uns melden. Und dann machen wir gemeinsam jetzt ist, ends. Namaste.